Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Prehistoric Kingdom Video. Es ging doch irgendwie ziemlich schneller als ich dachte. Und der Grund ist, dass der Devlog tatsächlich schon ein paar Tage vorher rausgekommen ist, als man eigentlich dachte. Heute ist tatsächlich erst ein Tag nach Präsentation des Beta-Trailers und schon ist der Beta-Trailer auch noch in Originalqualität rausgekommen, so wie man ihn zum Beispiel von Prehistoric Kingdom halt kennt, ohne das IGN-Zeichen. Und dazu haben sie noch den heutigen Devlog veröffentlicht und der setzt tatsächlich noch ganz neue Maßstäbe im Gegensatz zu dem, was man tatsächlich schon gesehen hat. Denn das, was wir nämlich jetzt im Beta-Trailer gesehen haben, das war nämlich tatsächlich nur etwa die Spitze vom Eisberg. Und ich kann euch garantieren, es kommt noch viel mehr in Prehistoric Kingdom, vor allem in Zukunft, als man eigentlich vorher dachte. Zuallererst werden tatsächlich die ganzen Tiere vorgestellt, welche in der Beta auftauchen werden. Unter anderem wird ein ganz besonderer Spotlight vorgestellt und das ist der Archaeopteryx. Der Archaeopteryx ist der neueste Zugang der Beta. Er ist nicht nur ein Aviarium-Tier, genauso wie es zum Beispiel der Megaraptor ist. Nein, er ist tatsächlich einer der bekanntesten Dinosaurier, welcher auf unserer Welt existiert. Und das Beste ist, er wurde tatsächlich als Holotyp in Deutschland gefunden. Der Archaeopteryx lithographica ist tatsächlich das Holotyp der Spezies und stellt vor allem eines der vollständigsten Exemplare dar von Archaeopteryx, die es gibt. Andere gefundene Spezies von Archaeopteryx sind zwar noch nicht so vollständig, aber bei denen weiß man vor allem sicher schon, dass es sich dabei sogar um andere Gattungen von Archaeopteryx gehandelt hat, die aber alle mit Archaeopteryx halt speziell verwandt waren. Im Spiel selbst ist Archaeopteryx mit einem simplen, grau-weißlichen, braunen Gefieder ausgestattet, was man auch nicht verübeln kann. Denn tatsächlich gibt es eine Feder von Archaeopteryx, die man zwar als schwarz nachweisen konnte, allerdings war das hier eine Schwanzfeder und selbst die schaut bei diesen Archaeopteryx zumindest etwas anders aus. Abgesehen davon hat man tatsächlich von Archaeopteryx noch keine richtigen Farbabdrücke gefunden, weswegen man nicht genau sagen kann, ob er auch wirklich überall schwarz war. Trotzdem finde ich, dass der Archaeopteryx sich im natürlichen Design ziemlich gut im Prehistoric Kingdom einfügt und ziemlich gut auch passt. Immerhin besser als grüne Varianten oder blaue Varianten. Und ich denke, genau deswegen ist der Archaeopteryx nicht komplett schwarz. Wobei eigentlich doch. Aber das ist eine ganz andere Sache, denn der Archaeopteryx hat nämlich tatsächlich im Gegensatz zum Megaraptor einen Geschlechtsdimorphismus, welchen man tatsächlich im Spiel so auch entdecken kann. Was man im Trailer tatsächlich gesehen hat, war keine Einbildung. Der Archaeopteryx ist tatsächlich mit zwei Farben im Spiel zu finden. Und wie gesagt, das braune Tier ist tatsächlich ein Weibchen und das weißlich-gräuliche schwarze Tier ist das Männchen, welches richtig schön vor seinem Weibchen posiert steht. Es ist zwar noch nicht bekannt, ob Aviariumtiere genauso wie auch zum Beispiel ganzen Gehegetiere irgendwann mal auch Kinder kriegen werden, aber bisher ist es ja so, dass eigentlich keines der Tiere bisher Kinder kriegen kann. Es bleibt aber zu hoffen, dass es vor allem noch in Zukunft passieren wird, zumindest nach Early Access. Ich muss sagen, dass ich den Archaeopteryx vom Design sehr mag. Und diesbezüglich, wie schon gesagt, finde ich es einfach toll, dass der Archaeopteryx es in Prehistoric Kingdom reingeschafft hat. Tatsächlich ist der Archaeopteryx seit Wildlife Park 1 nicht mehr in irgendein Spiel reingekommen. Und der Prot-Archaeopteryx, der zählt nicht, denn das war nämlich eine ganz andere Spezies. Ich frage mich aber echt, ob der Archaeopteryx irgendwie da durch die Gegend fliegen wird, weil nämlich nachgewiesen wurde, dass der Archaeopteryx tatsächlich aus eigener Kraft fliegen konnte, was man bisher immer nicht vermutet hatte. Bisher hat man nämlich vermutet, dass er nämlich so gut flog wie ein Haushuhn.
Allerdings hat man durch Knochenstrukturen herausgefunden, dass der Flugstil von Archaeopteryx etwa den eines Fasans entspricht, beziehungsweise eines Hühnervogels, das natürlich auch aus eigener Kraft fliegen kann. Allein im Trailer hat man tatsächlich schon ganz, ganz viele neue Animationen gesehen. Und diese Animationen sind tatsächlich auch innerhalb der letzten Monate entstanden. Aber es gibt auch einige andere Animationen, welche zum Beispiel auch mit reingekommen sind, welche man aber zum Beispiel noch nicht gesehen hat. So hat zum Beispiel der T-Rex eine neue Packung von Animationen bekommen. Und genauso werden auch viele andere Dinosaurier neue Animationen bekommen, die es zum Beispiel gibt. Im Trailer selbst hat man ja vor allem schon gesehen, wie dieses schöne Holzhaus aufgebaut wurde. Und dieses Holzhaus ist tatsächlich ein kleiner Ausschnitt aus dem bevorstehenden Tropenfilm, welchen man in Zukunft bei Prehistoric Kingdom und auch in der Beta noch sehen wird. So werden zum Beispiel noch einige Dekorationen geplant werden, wie zum Beispiel Fahnen oder zum Beispiel ein Totem oder eine Dreihornmaske von einem Ceratopsiden. Ich würde sagen, es ist ein Styracosaurus, was da als Maske dargestellt wird. Genauso werden auch Laternen und Bänke und vor allem viele verschiedene Häuser vorgestellt werden. Zurzeit befindet sich dieses Theme allerdings auch noch in Arbeit, aber in der Beta-Version werden wir dann dieses Theme dann das erste Mal zu Gesicht kriegen. Genauso wird es auch einen erhöhten Fokus auf Sceneries geben, sozusagen Gegenstände, welche man im Alltag verwendet und zum Beispiel als Dekoration für seinen Park verwenden kann, was ich ziemlich cool finde, denn das haucht nämlich den Gesandten noch ein bisschen mehr Leben ein. Ob etwas abgenutzte Eimer oder Schläuche oder was auch immer. Mit solchen Dekorationen hat man auf jeden Fall später dann keine Probleme, um zum Beispiel sowas wie eine Tierpflegerecke hinzubauen, wo man dann zum Beispiel auch die ganzen Lieferkartons für Tierfutter oder zumindest auch Geräte, Hacken und Schaufeln und Besen hat, wo man zum Beispiel eine Tierpflegerstelle kennzeichnen kann, wo die ganzen Leute dann ihr Sauberzeugs sauber machen können und dann sich vorbereiten können für die nächste Schicht. Oder man übertreibt mal richtig und baut einfach nur einen Bauernhof daraus. Ehrlich gesagt ist das gar kein so schlechter Gedanke. Die ganzen Dinger sind nämlich da und ich finde, das würde sich ziemlich gut ergänzen und wäre mal was richtig Außergewöhnliches in so einem Dinosaurierpark. Wie oft habt ihr Alpha-Bild gesehen, wo andere versucht haben, Wasserfälle darzustellen mit Hilfe von irgendwelchen Buchstaben oder irgendwelchen Platten, die blau gefärbt wurden oder sonst was? Das gehört ab der Beta der Vergangenheit an, denn es gibt tatsächlich Wassereffekte. Genauso wie bei Planet Zoo wird man Wassereffekte hinbauen können, welche zum Beispiel einen Wasserfall darstellen oder zum Beispiel auch einen Effekt, wo das Wasser aufknallt auf der Wasseroberfläche und das sieht dabei auch noch so schön aus wie auf diesem Bild. Von nun an kann man Kaskaden bauen, vielleicht sogar die Niagara-Fälle oder sonst was. Hauptsache, dein Ambiente wird dadurch noch richtig schön in Szene gesetzt für deine Dinosaurier, welche deine Gäste lieben werden. Gerade bei Dinosauriern wie zum Beispiel den riesengroßen Deinocheirus sieht das richtig schön gut aus, wenn man ein Foto von ihm macht und ihn dann sozusagen vor den Wasserfällen stehen sieht. Genauso gut sieht es außerdem auch aus, wenn man zum Beispiel einen kleinen Wasserfall baut, wo dann zum Beispiel die kleinen Wälder damit noch ein bisschen betont werden, sowas wie ein kleiner Bach oder sowas. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wenn ich vielleicht auch mal Hand daran anlege. Ich habe zwar bei Planet Zoo auch ziemlich wenig mit Wasserpartikeln gearbeitet, aber auch nur, weil das auch manchmal diesbezüglich da auch ein kleines bisschen komisch aussieht, wenn zum Beispiel die Wasseroberfläche ein kleines bisschen über dem Originalwasser ist.
Aber ich denke, die Leute von Prehistoric Kingdom kriegen das vielleicht sogar noch besser hin oder haben es vielleicht sogar schon besser hingekriegt. Man müsste das sich wirklich einfach mal ansehen, wie das da einfach hingebaut wird. Denn eventuell ist das sogar der Next Generation Wasserfall, welche man sogar übermäßig verwenden wird, so dass man die überhaupt nicht mehr im Park vermissen möchte. Eines der anderen Szenerieeffekte ist tatsächlich Feuer. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Szenarien mir zum Beispiel mit Feuer einfallen würden, um zum Beispiel einen Park oder eine Szene so darzustellen, dass es aussieht zum Beispiel, als wäre das ein Waldbrand. Das klingt zwar etwas makaber, aber stellt euch mal vor, man macht zum Beispiel eine Szene von Dinosaurier im Reich der Giganten nach. Da hat man ja auch eine Waldbrandszene gesehen, wie zum Beispiel bei Time of Titans, wo dann die ganzen Diplodokus vor dem Waldbrand fliehen und dann nur noch zwei überleben. So was Ähnliches kann ich mir zum Beispiel vorstellen bei diesem Feuereffekt. Und ich freue mich schon wirklich sehr auf den Feuereffekt. Wenn man den zum Beispiel noch vergrößern kann, dann kann man wirklich ein riesen Feuer machen, wo dann auch ein riesen Wald in Flammen steht. Und das würde ich sogar sehr begrüßen, denn ich möchte nämlich das auf jeden Fall auch mal ausprobieren, denn ich möchte mal irgendwann mal, wenn Prehistoric Kingdom komplett ist, ein paar Szenen von Dinosauriern im Reich der Giganten nachbilden. Mit all den pflanzenfressenden Dinosaurier, die halt da zum Beispiel auch vorkommen. Stegosaurus kommt nämlich im Spiel vor, Dreosaurus kommt im Spiel vor und kann durch die Skins noch zu anderen Dinosauriern werden. Und Brachiosaurus kommt halt auch vor. Und zwar der Original Brachiosaurus und nicht der Giraffatitan. Und wenn es dann noch so eine Art Nebel- oder Raucheffekt gibt, dann begrüße ich das noch umso doppelt, denn dann kann man nämlich wirklich direkt komplett die Szene nachstellen, wo zum Beispiel erst der Rauch kommt und dann über Nacht ein Feuersturm losbricht. Das klingt zwar, wie schon gesagt, etwas makaber, aber Nachstellung von Szenen, irgendwie mag ich die. Also wenn zum Beispiel jemand bei Jurassic World Evolution eine Szene nachgestellt hat, wie zum Beispiel Battle of the Salt Plains hat jemand nachgestellt, habe ich auch mal versucht nachzustellen, habe ich aber niemals fertig geschafft. Dann mag ich das irgendwie, wenn das zum Beispiel so Doku-like gemacht wurde. Und selbst wenn vielleicht sogar die Audiospur darunter ist und dann die Handlung fast 1:1 übertragen wurde. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel, wie man das Feuer benutzen kann. Natürlich soll das Feuer nicht unbedingt zum simulierten Tod von irgendwelchen Dinosauriern führen. Es soll einfach nur die Dekoration sein, wie hier bei diesem Lagerfeuer. Oder man macht zum Beispiel auch solche Pfosten, wo dann zum Beispiel Feuer ist. Auf jeden Fall finde ich den Lichteffekt in dem Feuer sehr schön, dass er vor allem auch sehr gut leuchtet. Und wie schon gesagt, ich hoffe, man kann das Feuer auch vergrößern, zum Beispiel für irgendwelche Vulkaneffekte oder sowas ähnliches. Das wäre natürlich auch cool, so eine Vulkandeko mit richtigem Feuer oder so ein Glühen, dass es aussieht, als wäre da Lava drin. Alles begrüßbar, alles sicher auch umsetzbar. Die Zukunft wird zeigen, was da wirklich rauskommt. Als nächstes werfen wir einen Blick auf Szenerieobjekte. Die Szenerieobjekte stellen tatsächlich Statuen von Dinosauriern und von irgendwelchen anderen Tieren dar, welche man als Dekoration in seinen Park stellen kann. Schon im letzten Video erwähnt, ist mir aufgefallen, dass es hierbei viele verschiedene Tiere gibt. Unter anderem sieht man da auch tatsächlich eine Statue vom Triceratops. Heute früh ist mir aber tatsächlich aufgefallen, dass das Triceratops-Modell tatsächlich etwas anders aussieht als sonst. Denn wenn man nämlich genau auf das Horn guckt, dann sieht man nämlich, dass nämlich der Triceratops jetzt zwar lange Hörner hat, aber das Nashorn entspricht einem Triceratops horridus. Wenn man das Modell von ArtStation aber anguckt, sieht man, dass Triceratops prorsus die längeren Hörner von den beiden Arten hat. Was in dem Fall auch bedeutet, dass der Triceratops sowas wie ein Soft-Update bekommen wird. Diese Tierstatuen, die man in der Beta vorfinden kann, lassen sich jeweils in drei Posen hinstellen. Und man findet von fast jeder Spezies, die man hier zu sehen hatte, mindestens eine. Ein Triceratops, ein T-Rex, ein Mammut.
Wobei man vom T-Rex gerade mal alle drei sieht, während man von anderen zum Beispiel erstmal nur einen sieht. Aber wie der Devlog erwähnt, wird es von jeder Statue drei Posen geben, welche ein bisschen Individualität in den Park reinbringen wird. Und wenn die Statuen extra schon so detailliert sind, kann ich es irgendwie kaum erwarten, die Originaltiere zu sehen, beziehungsweise die Triceratops. Denn es sieht nämlich fast so aus, als ob der nämlich eine Art Geschlechtsdimorphismus bekommen hätte. Als nächstes werden nochmal Excavation Points erwähnt. Vor allem, wie man nochmal an Excavation Points kommt und vor allem, was man mit ihnen tun kann. Die Excavation Points erhält man vor allem, wenn man Biome fertig gebaut hat für seine Dinosaurier oder diese sich wohlfühlen oder man irgendwelche anderen Sachen macht, womit man diese Punkte auch verdienen kann. Mit Hilfe der Excavation Points kann man sich dann noch mehr Dinosaurier freischalten und andere Tiere und vor allem auch nach ihren Bedürfnissen gehen und eventuell sogar die Forschungen vorantreiben. Allerdings gibt es dort einen klitzekleinen Hinweis, denn die Forschung wird nämlich tatsächlich in der Beta noch nicht enthalten sein. Und nun gibt es Worte über die Zukunft von den Devs. Ich habe ja schon ziemlich oft über die Zukunft von Prehistoric Kingdom gesprochen, beziehungsweise habe ich darüber ein sehr ausführliches Video gemacht. Und die Devs haben eindeutig betont, dass sie es verstehen können, dass viele frustriert sind, weswegen der Early Access auf April 2022 verlegt wurde. Während zum Beispiel man überhaupt vermutet hat, dass der Early Access tatsächlich noch am Ende dieses Jahres rauskommen würde. Einer der Hauptgründe ist vor allem, dass es sich hierbei um ein Team handelt, welches unbedingt die beste Spielerfahrung bringen will und das Spiel so optimieren will, dass man zum Beispiel immer weniger Inkompatibilitäten bezüglich der Spieleversion hat. Zum Beispiel kann man jetzt, wenn man von Alpha zu Beta geht, die ganzen Spielstände nicht mehr spielen. Sie betonen vor allem darauf, dass man das Spiel weiterspielen kann, obwohl man zum Beispiel von Early Access in eine neue geupdatete Version des Spiels geht, wie zum Beispiel, wenn ein neues Element hinzugefügt wird. Ansonsten wäre das überhaupt nicht mehr möglich und man müsste immer wieder sein Spiel neu anfangen, was in dem Fall auch nicht gut wäre. Genauso ist es wichtig, dass sie auch die Zeit dafür haben, die Pläne umzusetzen, die sie umsetzen wollen. Das heißt, sie haben wirklich eine ganz große Liste an Plänen für den Early Access und wir können einfach nur hoffen, dass es ihnen wirklich auch so gelingen wird und hoffentlich auch wirklich April 2022 oder sogar etwas später, eventuell im Mai, wenn nicht sogar August nächsten Jahres, dann Early Access von Prehistoric Kingdom in unseren Händen gehen wird, so dass wir das Spiel so genießen können, wie wir es endlich wollen. So. Und nein, man kann sich auf jeden Fall jetzt nicht darüber beschweren, dass es einfach viel zu lange dauert, weil das Spiel braucht seine Zeit und das Entwicklerteam ist klein. Kleiner als manche andere Entwicklerteams, welche zum Beispiel innerhalb von 2 Jahren ein gesamtes Spiel fertigstellen können und trotzdem immer noch Fehler haben, die sie halt nie beheben werden. Koff, koff, Frontier, koff, koff. Wobei ich sagen muss, Frontier macht erstmal auch ziemlich gute Arbeit. Es werden nur die Patches sein, die alles wieder aus dem Ruder schmeißen werden. Aber ich hoffe, dass bei Jurassic World Evolution halt nicht so sein wird, wenn es in Zukunft herauskommt. Aber ich schweife ab. Wir wollen jetzt zum nächsten Thema übergehen. Und zwar gibt es noch richtig große Pläne. Unter anderem habe ich in den Berichten tatsächlich vergessen zu erwähnen, dass es als Sceneries tatsächlich Dinosaurier-Skelettstücke geben wird. Zum Beispiel vollständige Schädel von Mammuts oder Tyrannosauriern oder anderen Tieren. Ich denke, das kommt vor allem aus der Inspiration daraus, weil manche versucht haben, aus Felsen Skelette nachzubauen und dann sozusagen totes Land damit dargestellt haben. Mit diesen Szenerieobjekten kann man es noch ein bisschen realistischer machen und ich freue mich schon darauf, wenn man sich zum Beispiel so eine Art Elefantenfriedhof oder Mammutfriedhof zusammenbaut und mit den Knochen noch weitere Dinge machen kann, die man halt sozusagen sieht.
Jetzt geht es aber wirklich weiter. Das nächste Thema dreht sich tatsächlich um Properties. Genauer gesagt hat es damit zu tun, dass man verschiedene Dinge bauen kann, welche dir im Park zum Beispiel eine große Hilfe sein werden, dein Park so zu gestalten, wie du es willst. Unter anderem sollen dir diese Properties dafür helfen, zum Beispiel Szenerien oder irgendwelche anderen Dinge zu benutzen, welche zum Beispiel gut für deine Gäste sind oder für deine Gäste gut sind, die zum Beispiel ihren Pfad finden sollen, wenn sie sich zum Beispiel verlaufen haben, dass diese mit Tieren interagieren, wenn die zum Beispiel gelangweilt sind oder dass sie zum Beispiel auch Dinge mit dem Habitat machen oder halt deine Infrastruktur verbessern. Es soll außerdem auch so gemacht werden, dass es vor allem deine Regeln sind und dein Park und vor allem deine Anreize, die du halt für deinen Park baust. So verstehe ich das jedenfalls. In dem Fall ist hier mal mein Englisch nicht so gut, weil ich verstehe das nicht so richtig. Dafür müsste ich mir mal ein anderes Video dafür ansehen, welches leider erst morgen wahrscheinlich rauskommen wird. Damit es beim modularen Building allerdings nicht zu langweilig wird, gibt es tatsächlich jetzt nun Abhilfe für ein modulares Geschäft. Das heißt, man hat sozusagen dieses Grundbaukonstrukt und kann dann zum Beispiel einige Gebäudeteile drumherum bauen, um dann zum Beispiel sein eigenes Restaurant zu bauen. Damit ist es einem sogar möglich, ganze kleine Fressbuden zu bauen und ist dann zum Beispiel nicht nur an die Gebäude angewiesen, welche zum Beispiel schon als Pre-Built existieren. In der Zukunft von Prehistoric Kingdom wird tatsächlich an alles gedacht, damit es dir nicht an Baumöglichkeiten fehlt. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool, denn wer hat sich nicht schon immer mal gewünscht, einen eigenen Restaurant zu bauen, welcher zum Beispiel nicht einfach nur aus irgendeinem Haus besteht, sondern einfach nur aus einem Teil, welches man richtig schön individualisieren kann und nicht wie bei Planet Zoo, wo man ein Gebäude hat und das dann verkleidet und dann hat man halt sozusagen fast schon keinen Platz mehr. Dementsprechend finde ich es auch ziemlich cool, dass die gesamten Gebäude, die man schon bei Prehistoric Kingdom gesehen hat, mit dem Weg interagieren und es nicht so darstellt, als wäre der Weg einfach nur ein störender Faktor. Das finde ich bei Prehistoric Kingdom tatsächlich viel besser als im Planet Zoo. Das Wegesystem ist einfach viel ausgeklügelter und vor allem viel einfacher gestaltet als dort in Planet Zoo. Für die Bedürfnisse der Besucher muss man natürlich auch selber sorgen. Aber hey, für jeden gibt's etwas. Hier gibt's zum Beispiel eine Konzeptzeichnung für einen Merchladen, wo man sich zum Beispiel Dino-Masken kaufen kann. Oder Dino-Plüschtiere. Ein sehr gelungener Souvenirladen. Mit Mikroraptoren, T-Shirts, Mützen, Masken und allem möglichen Schnickschnack. Oder wie wäre es einfach mit einem reinen Klamottenladen? Dass zum Beispiel wie das Apato Apparel aussehen soll, nur vielleicht in einer Art kleineren Version. Sowas wie, keine Ahnung. Wo man dann auch seine Regale hinbauen kann und es zum Beispiel so gestalten kann, wie zum Beispiel H&M, C&A oder was auch immer. Deine Grenzen sind nicht vorhanden. Das heißt, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst dein Prehistoric Kingdom Merch an deine Besucher verkaufen und sie freuen sich dabei und bringen dir vor allem Kohle. In Zukunft wird aber vor allem daran gedacht, dass die gesamten Barrieren, die man zum Beispiel zurzeit bei Alpha im Bau hat, einfach mal total entfernt werden, so wie ich das gelesen habe. Was auch bedeutet, dass du deine Kreativität voll in Lauf lassen kannst, im modularen Building und in der Gestaltung deines eigenen Parks. Es heißt aber auch, dass man nicht dazu gezwungen ist, alles selber zu bauen. Man kann auch zum Beispiel mit Pre-Builds allein auch noch einen schönen Park bauen. Für die nicht so Kreativen unter euch wird es also in dem Fall in der Zukunft von Prehistoric Kingdom so viele Pre-Builds geben, dass ihr vor allem auch als ziemlich kreativlose Bauer einen schönen Park errichten könnt. Soweit das mein Englisch richtig übersetzt hat.
Jetzt kommt aber das Aufregendste für die Zukunft, und zwar, wie wird es weitergehen? Vor allem nach Early Access. Tatsächlich ist der erste Plan für After Early Access gerade revealed worden. Und zwar handelt es sich hierbei um Paleobotanik. In der Zukunft von Prehistoric Kingdom, nachdem der Early Access draußen ist, wird es tatsächlich für die Entwickler Zeit, an Paläobotanik zu arbeiten, damit deine Dinosaurierwelt und die Welt der urzeitlichen Säugetiere und alles andere genauso aussieht wie zum Beispiel vor 150 Millionen Jahren oder zum Beispiel vor 66,5 Millionen Jahren. Dabei entwickeln die mit einem Wissenschaftler und einem Zoologen zusammen namens Tom Parker, um dann sozusagen die Urwelt und die urzeitlichen Pflanzen so zu gestalten, dass sie vor allem für dein Prehistoric Kingdom eine richtig große Pflanzenwelt kreieren können aus Pflanzen, die vor langer, langer Zeit mal auf der Erde geblüht haben und seitdem nicht mehr vorhanden sind. Ich spreche hier nicht sowas wie von Ginkgo oder von irgendwelchen anderen Bäumen, welche es heute noch gibt, sondern wirklich ausgestorbene Pflanzen, welche zum Beispiel heute überhaupt nicht mehr existieren. Leider kann ich euch kein Beispiel erklären, weil ich kenne mich mit Pflanzen nicht aus, aber wenn urzeitliche Pflanzen gemeint sind, dann sind es auch auf jeden Fall nicht die Monkey Puzzle Trees, auch wenn die wirklich sehr exotisch und urzeitlich aussehen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber ich finde es cool, dass es zum Beispiel schon jetzt dadurch einen Plan für den After Early Access gibt. Und diese Pflanzen werden nach und nach dann in den Updates nach dem Early Access nachgereicht werden, genauso wie andere Features des Spiels. Wenn das allgemein kein Grund zum Freuen ist, dann weiß ich auch nicht weiter, weil in der Community wurden nämlich Paleo-Pflanzen schon seit langer, langer Zeit gewünscht und jetzt haben sie auch die Gelegenheit dazu, es zu tun. Und ich denke, das werden sie auch ziemlich gut machen, denn man hat ja schon die ganzen modernen Pflanzen gesehen, welche auch erstmal bis zum Ende des Early Access auch moderne Pflanzen bleiben werden. Egal ob Tropen und Wüste oder Taiga oder andere Gebiete, das sind alles moderne Pflanzen, zum Beispiel Tannenbäume, Eichen, Ginkgos, Papyrus oder Bambus. Habe ich Bambus schon gesagt? Ich glaube nein. Jedenfalls wird es in der Zukunft auch richtig riesige prähistorische Pflanzen geben, welche deinen Park noch mehr verschönern werden. Und ich freue mich schon wirklich auf die Zukunft. Egal wann diese auch sein mag. Egal ob ein Jahr, zwei Jahre, zu nur noch drei Jahre. Aber ich denke, zu dieser Zeit werden dann zum Beispiel auch die ganzen Features wie zum Beispiel das Züchten oder die Kämpfe und das alles reinkommen. Es ist auf jeden Fall sehr aufregend. Und das ist sozusagen der Devlog für den Monat August. Während des gesamten Augustes haben tatsächlich die Entwickler diese vielen Sachen durchgemacht. Und man kann jetzt immer wieder und immer besser verstehen, warum das Spiel so lange dauert, warum es so viel Zeit braucht und warum es trotzdem so geil aussieht, wie es eben jetzt aussieht. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Beta am 6. Dezember 2021 und wir gucken weiter voraus mit diesem Devlog und ich hoffe wirklich, dass sie wirklich ihr Ziel so erreichen können, so wie ich mir das vorstelle, so wie sie es sich vorstellen, dass wir damit auch überrascht werden und vor allem, dass wir auch damit dann glücklich sind, wenn wir das Spiel dann auch später noch spielen. In dem Fall verabschiede ich mich für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal 100% wieder. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.